angetreten, um den Titel zu gewinnen, beherzt reingegangen in den Kampf, den Gegner mit dem ersten Schlag zu Boden geschickt und am Ende doch den Gürtel nicht mit nach Hause genommen. Karl Nickel, das wäre die ganz schnelle Zusammenfassung dieses Titelkampfs, wo es zum ersten Mal um die Krone im Schwergewicht bei We Love MMA ging. Steckt da noch so ein Kloß im Hals, diese Chance einfach jetzt nicht genutzt zu haben? Ja, schon, auf jeden Fall. Also ich wollte den haben, war vielleicht ein bisschen zu motiviert für. Ein bisschen alles überstürzt, aber ist halt okay, passiert auch mal. Du hattest ihn aber fast, den Gegner. Ja. Erste Aktion, erster Schlag, Sebastian Herzberg geht zu Boden. Alle schrien auf, die ganze Halle, dachte, das war's schon. Hast du selber auch gedacht, das war's wirklich schon? Ich dachte, das war's schon. Deswegen bin ich auch nach vorne, wollte das noch zu Ende bringen. Hätte aber warten sollen. Hätte auf meinen Trainer hören sollen, einfach warten. Was war denn ausgedacht als Taktik, als Maßgabe? Jetzt nach dem Kampf kann man es ja sagen. Ganz klar war, im Stand zu bleiben. Wir wussten, dass Fight School Hannover ganz gut im Boden ist. Und da war die Technik reinschlagen, wieder zurück, auf Distanz, schön auf Distanz bleiben. Und das habe ich nicht gemacht. Da habe ich draufgeschlagen und dann nach vorne gegangen, hätte ich sein lassen sollen. Im fünften Kampf die erste Niederlage. Das ist kein Beinbruch, das ist kein Karriereende, gerade für einen Mann mit 23 Jahren, dessen Zeit im Schwergewicht ja eigentlich noch kommt. Klar, du wirst weitermachen. Also da ist jetzt nicht hier geplant, das war's. Da mache ich auf jeden Fall weiter. Ich mache das ja schon seit 13 Jahren. Ersten Kampf, damals in Amateur, habe ich auch verloren. Und das geht jetzt weiter. Das heißt, ab Montag geht es wieder nur ganz normal los. Wieder Training, wieder Vorbereitung. Mittlerweile kannst du so ein bisschen lächeln. Gedanke da, vielleicht zu gucken, dass ein Rematch zustande kommt, weil das wäre sicher attraktiv, gerade für die Zuschauer. Ja klar, warum nicht? Also wenn der Herzberg da Lust zu hat, sympathischer Typ, würde ich machen. Versteht ihr euch so ein bisschen? Also konntet ihr überhaupt ein bisschen Kontakt aufbauen oder schadet das eher vorm Kampf, wenn man den Gegner vielleicht sogar ein bisschen ins Herz schließt? Nee, das ist gar kein Problem. Also wir haben vorher ein bisschen gesprochen, klar, auch bei der Waage und so auch. Das ist ein ganz netter Typ, also das schadet nicht, auf jeden Fall. Das kann man machen. Karl, danke für die offenen, ehrlichen Worte und drück die Daumen, dass es dann besser läuft, wenn du zurückkommst. Karl Nickel, mittlerweile steht seine Bilanz bei 4-1, aber er arbeitet dran, dass es natürlich besser wird.